Und Leute, Timex hier. Leute, Trimax hier. Wir spielen auf dem Free-to-Play-Account Clash Royale und in dieser Season wollen wir einen neuen Allzeitrekord aufstellen. Hatte ich ja in dieser Season schon, nur jetzt versuchen wir. Die 5750 wären insane mit den 50 Gems und die 5825 mit einem legendären Joker wäre auch einfach nur ein Traum. Big Spin wird heute wieder coachen und wir versuchen auch auf dem Pay-to-Win-Account einen neuen Rekord aufzustellen. Das wird eine andere Folge. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, da wollen wir nämlich 7000 Trophäen knacken. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, gerade wenn bald neue, oh chillig, 25 Gems, wenn neue Updates kommen und wir über Patreon reingehen, könnt ihr hier einfach unten im Shop den Creator Code Trimax eintragen, kostet gar nichts, hält 7 Tage und ist wahnsinnig starker Support, sehr dickes, fettes Danke an jeden Einzelnen, der das macht. Hallo, hallo. Moin, ja, moin, moin. Moin, was geht? Was geht, ja, alles gut, bei dir? Heute ist, mega gut, ich hab Ultra Bock zu zocken. Ich Ultra Bock. Wie haben wir hier? 2 Stück. Mit Jokern. Geil. Das ist das Deck. Am Ende der Season brauchen wir 100.000, beziehungsweise Samstag ist das schon, wenn das freigeschaltet wird, oder? Ja. Samstag wird das epische Buch freigeschaltet und dann kann ich den E-Giant auf 13 ziehen. Und damit schaffen wir es doch, oder? Eigentlich sollte man das meinen, dass es damit noch einfacher möglich ist, ja. Oh. Da links Megaminion, das rechts durchlaufen. Links einfach Megaminion drauf, genau. Ich hätte es mit ein bisschen Abstand noch zur Brücke gespielt, damit du zum Beispiel Sachen wie sein Megaminion besser blocken kannst, aber passt. Okay. Also wenn er eins hätte. Kannst du Ranedun oder Seppen? Seppen einfach, wenn du das nicht willst. Ja. Chillig. Okay, sehr gut. Hat der Pekka Megaritter Elektromagier? Das hat er, ja. Aber wir kriegen das hin. Du musst das mit Megaminion jetzt nach rechts spielen, nicht nach links, nach rechts. Weil du brauchst einen Damage gegen den Pekka, genau. Das ist ziemlich nice, weil du wirst deinen Turm bekommen, bevor der Pekka den holt. Ist gut. Den Turm halt. Nur noch verteidigen. Und deswegen das Mega-Minion. Einfach nur, weil der Pekka dann stirbt. Okay, da, genau. Und noch Mutter-Echse rein. Okay. Brauchst halt die Mega-Ritter gegen den Holzfäck gegen den Mega-Ritter eigentlich. Aber. Man muss jetzt einen guten Nedo noch bringen. Nedo. Boah, richtig ein Hit ist. Okay, da wird der Mega. Digga, ich hab Skami, Holzfäller, Mutterhexe, Nado, um fucking Elite-Barbaren aufzuhalten. Du spielst Sparky hinten. Sparky ein. Mega-Minion. Ich muss erstmal das Ding setzen hier. Auch okay, gut, dass er nicht. Wenn er nicht springt, ist fein. Wenn er nicht springt, ist in Ordnung, ja. Aber jetzt springt er dahin. Ja, der muss down. Der Sparky kann nicht angreifen. Wie finden wir das? Nado bitte. Nado ist zusammen. Nado, genau. Dann jetzt rein. Am besten nicht, dass der Mega-Ratte direkt wieder reinkommen kann. Mhm. Das passt. Das Ding stirbt. Okay, der Mega-Minion drauf. Und dann da den... Okay, jetzt... Kite mit E-Jack, Kite. Oh, das ist zu spät. Ist jetzt so gelöst. Holy shit, jetzt Barky ist da, bitte mach Damage. Na gut. Das ist so ein unendlich heftiges Deck gegen mich, ne? Das ist so krank. Elite-Barbaren-Packer. Spiel Mega Minion gleich auf den Magier, wenn es aber ein Tummel, wenn der Magier Tummel ist. Jetzt genau. Kann ich nicht. Komm wieder rein, komm wieder rein. Komm wieder rein mit einem Sepp. Zack, zack, zack. Six, das six, six, six. Das war sehr, sehr gut, ja. Hätte aber auch einen Sepp einfach, ne? Ja, egal. Der macht noch rein. Ah, nee, der holt mal Sparky rein. Guck mal in den King Tower. Ist gut. Du musst doch Holzfäller spielen. Genau. Okay, nice. Du musst aufpassen, dass er jetzt nicht auf King geht, genau. Jetzt spielt er Agent, Agent auf den King, genau. Ja, gut. Auch fein, ja. Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. Genau, perfekt, let's go. Nice, du hast ihn. Das war's. Mega Mini rechts. Und jetzt aufpassen. Sparky rein. Genau. Und Holzhör noch. Auch gut. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Digga, der hat mich so gekontert, ne? Der hat mich so abartig gekontert. Ey, das ist das Ding, wo wir letztes Mal nicht mehr weitergespielt haben, ne? Das sind die Decks. So. Das war nicht so ein... Pekka Megaritter, Elite-Barbaren, ja. Elektromagier Sepp. Wir haben Glück gehabt, dass er gierig wurde beim 1-1. Der wurde einfach gierig beim 1-1. Ja, der war schon extrem scheiße. Ja, stimmt schon. Stimmt auch. Mini-Pekka. Ja, Mini-Pekka noch. Okay. Hä? Also da muss ich echt sagen, der hatte einen fetten Konter. Der hatte einen fetten Konter, alright. Plus du hattest extrem Pech mit dem Cycle. Da hatte ich das Game versucht hops zu nehmen und da bin ich auch einfach bei dir. Wenn du dich jetzt aufregst, dann aber warte mal, wenn wir durchgehend
gekontert werden. Da müssen wir vielleicht. Wir hatten ja überlegt, den Single-Target-Damage, weil man die Elite-Barbaren auf ein gutes Level ziehen kann. Die kann man halt nicht so einfach mit einem Zap aufhalten oder mit einem E-Wiz, ne? Was ist, wenn wir Sparky und Elite-Barbaren austauschen? Wie sind meine Karten sortiert? Was ist denn das hier? Nach Arena? Nee, nach Elixier? Du kannst das machen, wenn du willst, ja. Du kannst es versuchen, wenn du möchtest. Ja, dann hast du auch mehr gegen die E-Giant. Ist das echt so hart, dass man Dauer gegen Zap und Elektromagier spielt, dass du jetzt findest, ein Sparky, dass er nicht mehr geil ist? Du siehst es doch. Langfristig soll das ja das Deck sein, mit Mega Minion und E-Bobs. Das Ding ist, so ist das Deck halt ein bisschen zu teuer gerade irgendwie. Aber so fehlt mir echt der Sparky. Lass es uns mal ein Game probieren, einfach. Du kannst die von mir aus auch nicht geupgradet lassen erstmal. Ich lasse die mal nicht geupgradet. Dann gucken wir mal. Hey, fuck, wir wollten 600 Trophäen hochkommen, wir sind 100 runter. Ja, easy, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Halt, seid bereit für Skarmi oder Bats? Warte mal, Skarmi, ich weiß nicht, wir haben es gehabt. Ja, sehr gut, siehst du? Wie schlecht, da kam einfach Damage an. Ja. So, ein Schwein und ein Dings, dann ist das der Turm. Ja, kannst du E-Bobs oder Nado spielen, genau. Ich würde, ja, gegen das Chance gerne übersetzen, genau, passt. Schön auch, dass du das so gemacht hast, dass die nach außen, dass die nach hinten weggehen, dass die Bombe nicht trifft. Mega Mini rein auf der rechten Seite. Links, oder? Bist du rechts? Ja, 10 AP sind jetzt nicht so viel. Aber ich will, dass er Elixier dafür richtig einsetzen muss. Den hätte ich ja, Zap. Okay, ja, dann muss er Zap einsetzen. Okay. Was für ein chillig! Genau so spielt man ihn in 2021. Richtig verklickt. Der kriegt sogar noch Value, Alter. Da muss ich los. Guck, ich will nicht, dass er das macht. Ich merke das. Du darfst den Tor am Ende noch so lange, dass du deinen rechten Turm verlierst. Guck, jetzt musst du ja zappen. Ist doch geil. Hast gewonnen, nice, sehr schön. Okay, sag mir deine ehrliche First Impression. Deinen ehrlichen ersten Eindruck. Die sind halt dahin echt hier. Stumpf, ne? Stumpf die und geil. Sind eine Milliarde mal geiler. Und er hatte wieder Zap. Ja, das hätte echt immer jeder Zap. Und welche Legendary fordere ich dann an? Legendäre Karte forderst du dann am besten, ich würde dir den Inferno-Degen raten. Also anfordern. Du kannst ja auch einfach warten, wenn es gut läuft, kriegst du ja 5-8. Aber dann kannst du ja trotzdem mit dem Traden noch warten, bis du siehst, ob überhaupt im nächsten Battle Pass ein legendäres Buch ist. Weil ansonsten kannst du auch die Mutterhexe hochziehen. Oder Holzfäller halt. Rein theoretisch alle Legendaries, ja, die es gibt. Welche wären da geil? Also, Ewis, Nachthexe? Ewis, Inferno Dragon wäre geil. Meiner ist jetzt auch nicht bad. Nachthexe wäre auch gut. Ansonsten kaum. Ganz genau. Ah, chillig. Da kannst du zum Beispiel einfach im Prinzip jetzt Ejan hinsetzen. So, und er hat jetzt schon einen Trade gemacht. Er hat 9 Elixier investiert. Du hast in diese Mutterhexe 4 investiert. Das heißt, du bist jetzt hier noch 3 down. Der Tesla. Okay. Das ist okay. X-Bogen. Das heißt, du kannst gleich einfach theoretisch Elite-Barbaren einfach links spielen. Genau. Elite-Barbaren jetzt links. Dann holst du noch hinterher. Rechts meinst du dann, ne? Ja, kannst du machen, genau. Wie schlecht. So, guck's dir an. Du hast gewonnen. Das war auch einfach unendlich bad. Das war bad, aber das machen die meisten. Den kannst du noch rannehmen, wenn du willst. Musst du aber nicht. Ah, ne. Perfekt. Lol. Wenn du hier einen Sparky gehabt hättest, wärst du direkt wieder am Arsch gewesen. Ja, ich hätte wieder direkt verloren mit Sparky. Das ist doch scheiße. Boah, scheiße, das gibt's doch nicht. Die sind echt eine Milliarde mal geiler. Wie du dich ärgerst, dass der Sache einfach ärgere mich so. Gewinnt. Ich liebe den Sparky, aber was sind das für Games? Eben konnte ich nichts machen. Und jetzt rennst du einfach durch, so einfach. Jetzt wirft der Gegner eine Rakete und hat verloren. Weiter geht's jetzt, komm, wir climben jetzt hoch. Ja, jetzt wird hart geclimbed. Jetzt wird hart. Was ist dein Trophäenrekord? Fast 5-5. Ich glaube 5470 oder sowas. Du kannst die Mutterhexe mal dahinter spielen. Wenn er aber Mega-Ritter bringt, gehst du instant E-Bubs links. Ah, fuck. Verkackt. Oh, er aber auch. Trotzdem E-Bubs links, bitte. Trotzdem E-Bubs. Du kannst, Bomber, ja. Mega-Ritter und Dark Prince sind drauf. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, Dark Prince gleich wieder. Oh, das ist Punishment. Ja, du kannst mir ja nicht erzählen, dass Sparky in irgendeiner Lage besser ist, ne? Kann ich auch nicht. Egal ob wild oder nicht, ist auf jeden Fall sein Turm, er kann nichts dagegen tun. Guck dir mal, er kann nichts dagegen tun, es sind 3 Einheiten da. Und es sterben sogar noch alle. Dann kannst du da die E-Bobs reinspielen, E-Bobs reinquetschen so. E-Bobs split, into Skarmi split. Into Zap. Into zweites Mega Minion. Ja, das überlebst du easy. Gott, die sind frech in der Luft, ne? Zack, zack. Ja.
Die kann man auch maxen, ne? Und du, kleiner, gieriger Schwanz, hast einfach das Mega-Minion und die E-Bubs maxed? Natürlich, weil ich war einfach schlauer als du. Was soll ich sagen? Ich hab dich dafür übelst geflamed, Alter. Ja, ich dachte so, E-Bubs ist so die Noob-Taktik. Die haben kein großes Potenzial, aber Noobs spielen gerne Royal Giant und E-Bubs, weil man die schnell auf 13 kriegt. Aber die sind halt einfach scheiße stark. Richtig. Genau. Das ist die beste Karte, um Leute, die kein Elixier zählen, zu punishen. Allzeit-Trophäen-Rekord schon wieder. Komplett busted. Sie gewinnen ja auch teilweise im Alleingang die Games, weil die Gegner einfach es nicht checken. Was hat der alles? Vielleicht nicht die allerbeste Stami. Fuck, ja. Links rein. Genau, in die Bürgermann. Passt. Bleibt die weg. Der Scheiß steht noch. Er hat nur Zap bisher gezeigt, glaube ich. Mega Mini drauf, Holzfäller. Ich krieg die Charge noch, ne, ja. Ja, ist aber egal, passt. Die hätte ich mir jetzt sogar aufgehoben, honestly, weil du musst nur dafür sorgen, dass. Schaff okay, ich noch den Überwand zu setzen? Nade weg. Bro, hätte noch. It's cool, fast. Okay, reicht, Alter. Gut. War besser, oder? Du warst besser, sagst du? Also. Du hast ihn halt in dem einen Move, in dem einen ersten Move, in der einfachen Elixierphase wieder hops genommen. Du hättest keine Chance gehabt gegen die ganzen Single-Target-Damage-Truppen. Niemals. Wenn du einfach die E-Boss gesetzt hättest, ja. Also mit dem Sparky-Deck wäre ich so heftig ausgerastet. Er hat Mini-Packer, Elite-Barbaren und Prinz. Davon sind zwei Einheiten Level 13. Hätte ich jetzt wieder mit Sparky gespielt, wäre das alte iPad einfach hochkant aus dem Fenster geflogen. Aber so steht da ein Victory und es sind 5546. Okay, das ist gut für dich. Holzfäller rechts, weil er muss links was setzen. Du probieren, ja. Oh, what? Die lost. Na, obwohl, sie schaffen das, ne? Der Mini-Packer Level 11 one-shot die Dings nicht, okay, wild. Kann ich mal selber, oder? Ich werde die noch. Okay. Mega-Mini drauf, genau. Alter. Diesmal kein Hit, sehr schön. Ach, hat er nicht die Widderreiterin und den Schweinereiter? Ja, hat er. Da würde ich den E-Giant spielen, wenn ich ihn gehabt hätte. Oh, geil, lol! Spielt er sogar. Und schon... Was? Oha! Wie bitter, ne? Das wäre es gewesen, wenn ich überlebt hätte. Ich würde diesen Turm probably sogar fast fallen lassen, weil der wird nichts bringen. Oh. Der King Tower, ne? Ist dir klar. Gut. Max! Hilfe! Das musst du dir aber auch überlegen, einfach. Wir spielen seit 5,5 Jahren Clash Royale und das ist noch nie passiert. Kommt ein Schweinereiter, Hardcounter ist Nado. Aber ein Level 13, wie viele Schweine waren das? 3 oder 4? Ja, irgendwie so 4, 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall 1 zu 4. 3 oder 4 Schweine, Level 13, mit dem perfekt getimten Nado, töten den fucking King Tower. 4 Level Vorsprung, 9 auf 13. Ja gut, aber das finde ich auch ein gutes Ende jetzt. Wenn du das sagst, dann können wir Schluss machen von mir aus. Ja, okay, fein. War ein episches Ende. Den ganzen Tag gegen Level 13 gespielt und da sieht man mal, was das ist. Einfach ein Schwein holt den King Tower. Und jetzt ist das Pokémon Unite angesagt, oder was? Richtig. Wir haben aber ganz doll einen neuen Trophäenrekord aufgestellt. Ist aber bitter jetzt. Oh, ich würde jetzt so gerne ein X-Bogen-Experiment jetzt machen, Mann. Scheiße. Wir haben Mega-Minion und Elite-Barbaren. Die hätte ich halt echt schon 13 haben können, ne? Das wäre in dem Deck mit dem 12er Mutterhexe und mit dem 13er E-Giant ziemlich geil, oder? Das wäre fett, ja klar. Egal, da haben wir jetzt ein Ziel, ganz doll. Free-to-play. Ich werde auch alle Tauschmarken dafür nutzen, um die wegzutraden. Dann pushen wir jetzt Master in Pokémon Unite.